Hier an der Ostküste der USA in Philadelphia haben wir ein Einfamilienhaus in ein Zweifamilienhaus umgebaut. In diesem Video siehst du die komplette Renovierung, wie stand das Haus vorher da, wie steht das Haus heute da und am Ende des Videos sage ich dir, was hat das Haus gekostet, wie teuer war die Renovierung, wie lange hat sie gedauert und wie ist das Haus heute vermietet. Alle Zahlen und all das in diesem Video. Let's get into it. Willkommen in den USA. Wir sind hier im Norden von Philadelphia. Das Ziel ist, aus diesem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus zu machen. Unten ein Apartment 1 und die oberen beiden Etagen werden Apartment 2. Und jetzt zurück in die Vergangenheit. Schauen wir uns das Haus an, bevor wir mit den Renovierungsarbeiten begonnen haben. Ab ins Haus. Gehen wir rein. So schaute das Haus vorher aus. Hier unten ein großer Eingangsbereich für alle Wohnungen bzw. zu allen Etagen. Hier links war ein Wohnzimmer und na klar mit einer Spiegelwand. Das ist irgendwie so ein typisches Ding in Philly. Hier war ein kleiner Waschraum, also der Laundry Room, Waschmaschine, Trockneranschluss war da. Und hier links war jetzt noch ein kleines schäbiges Badezimmer, also nicht wirklich groß. Der Müll, den du hier auf dem Boden rumliegen siehst, ist von den vorhergehenden Mietern. Die mussten relativ schnell aus dem Haus. Die hatten keine Lust mehr, Miete zu bezahlen, aber das hat dann auch zeitlich mit den Genehmigungen und den Umbauplänen gepasst. Das hier war mal eine Küche und wird nun ein Schlafzimmer. Das hier wird die Wohnküche werden, offen. Links runter geht's in den Keller. Gehen wir mal nach oben. Den Teppich, den du hier siehst, den haben wir ganz kurz vor dem Einzug der letzten Mieter verlegen lassen. Der Plan war eigentlich, dass der die Umbauarbeiten überlebt und sauber bleibt. Das war wohl naiv. Jetzt haben wir hier oben auf der ersten Etage zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und hier so ein Esszimmer mit natürlich Spiegelwand. Da schließt sich der Kreis. Hier hinten ist eine kleine Küche. Wie du siehst, die Klamotten stehen noch da, das haben die alles da gelassen. Das war ein, ein hitziger Auszug. Hier haben wir nochmal rechts das alte Badezimmer, so schaute das Ganze vorher aus. Ziemlich versifft, hier so ein Linen-Closet eingebaut. Das Schlafzimmer Nummer 1 von diesem oberen Apartment hier. Und auch überall zu sehen die Radiatorheizungen, also das ganze Heizsystem zieht sich durchs Haus. Hier siehst du schon, die Wände sind geschlitzt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Elektriker schon bei der Arbeit und haben die alte Verkabelung, das sogenannte Knob and Tube, ausgebaut. Und hier natürlich der alte Schrank, der bleibt. Gehen wir ganz nach oben. Hier ist jetzt das Setup schön zu sehen. Die alte Küche, also eine Mini-Küche auf der dritten Etage oben. Dann haben wir hier Schlafzimmer Nummer 3 von diesem oberen Apartment, also von dem neuen sozusagen. Und hier ist der komische Eingang zu diesem Badezimmer, ein bisschen verwinkelt, alles klein, klein, klein. Das wird jetzt komplett neu. Du siehst, die Wände sind geschlitzt, jedes Elektrikkabel muss neu gezogen werden. Knob and Tube ist diese alte Verkabelung, die muss raus. Und hier oben im Schlafzimmer Nummer 4 von diesem Apartment siehst du auch schon, die Wände sind geschlitzt. Elektrik wird neu verlegt, der Schrank ist ganz simpel gehalten. Da hinten ist noch eine Tür, eine Durchgangstür und ja, das war's eigentlich. Halt, stopp, kurze Unterbrechung. Dir gefällt mein Content? Du konntest aus diesem Video was mitnehmen? Das zeigst du mir am besten mit einem Like und einem Abo. Das tut dir gar nicht weh, das kostet dich nichts und hilft dem Kanal ungemein. Auch wenn du Fragen hast, Wünsche, Anregungen, irgendwelche Themen Wünsche zum Thema US-Immobilien, das schreibst du mir am besten in die Kommentare unter das Video und dann gehe ich darauf ein. Und jetzt störe ich nicht weiter, weiter mit dem Hausdurchgang. Dieses Haus war zum Kaufzeitpunkt ein Einfamilienhaus, also genutzt als Einfamilienhaus. Kaufpreis waren 100.000 Cash. Problem an der Sache, als Einfamilienhaus kannst du das Ding in dieser Gegend hier nicht vermieten. Das heißt, das Haus ist einfach zu groß, die Miete wäre zu hoch für irgendwelche Familien, die dieses Haus zu einem Marktpreis mieten würden. Das heißt, du hast hier zwei unten, vier hier oben, sechs Schlafzimmer in diesem Haus. Für sechs Schlafzimmer, so eine große Familie. Das kann sich eine Familie alleine einfach nicht leisten. Deswegen haben wir beschlossen, das Ganze wird umgezont, das heißt, es wird umgebaut zu einem Dreifamilienhaus. So war es ursprünglich auch mal angedacht, also im Keller waren drei Zähler, das Ganze war ein Dreifamilienhaus, auf jeder Etage eine Wohnung. Aber der vorhergehende Eigentümer, der wollte ein bisschen Geld sparen, der hat das Ganze einfach als Einfamilienhaus eintragen lassen, spart er Steuern, spart er Stromkosten, muss dann ja keine Zähler anmelden und so weiter und so fort und hat das Ganze aber als Dreifamilienhaus genutzt. Nicht legal. Anyways, that's what it is. Hier hat auch nur eine Familie drin gewohnt. Das heißt, wir haben die Zeit überbrücken müssen, um die Genehmigungen zum Laufen zu kriegen und hatten das zwischenzeitlich noch vermietet. Long story short, am Ende wurde das Haus jetzt umgebaut. Wir mussten die Nachbarn fragen, wir wollen hier draußen ein Dreifamilienhaus machen. Findet ihr das toll? Die Nachbarn haben gesagt, finden wir nicht toll, wir wollen das als Einfamilienhaus behalten. Dann haben sie den Einspruch eingelegt, ganz einfach aus Prinzip, um den Bau zu verteuern. Anyways, absoluter Blödsinn, ist dann auch vor einem Richter gelandet in der Anhörung und der Richter hat dann gesagt, Jungs, ich verstehe eure Argumente, macht vollkommen Sinn, ich gebe euch ein Zweifamilienhaus, dann können alle Seiten damit leben, jeder hat genug Schmerzen, das heißt, beide Seiten haben gleichzeitig Schmerzen, die Community hat Schmerzen, wir haben Schmerzen, keiner kriegt das, was er will, nennt man Gerechtigkeit. Genehmigung wurde erteilt, ein Zweifamilienhaus und nicht wie geplant ein Dreifamilienhaus wurden dann uns genehmigt und dann haben wir das Ganze hier zu einem Zweifamilienhaus wieder ausgebaut. Der gesamte Umbau hat $130.000 gekostet.
Jetzt haben wir unten ein 2-Bedroom-Apartment, ein Badezimmer und hier oben ein 4-Bedroom-Apartment und 2 Badezimmer. Schauen wir uns das Objekt nochmal an. Fangen wir an hier im Apartment 1. Da vorne ist die Küche und Wohnzimmer. Hier linke Hand haben wir Schlafzimmer Nummer 1. Kleiderschrank mit Schiebetüren und einem Zugang zum Badezimmer. Da ist auch alles neu, komplett. Das Badezimmer hier gab es in der Form nicht. Das wurde jetzt erst eingebaut. Da war vorher so ein Waschraum sozusagen. Neue Badewanne, Duschkabine. Schön. Und dann können wir hier, da ist die Eingangstür, da kamen wir her. Dann kommen wir hier ins Wohnzimmer, Küche. Wohnzimmer, Küche, auch alles komplett neu. Der gesamte Grundriss hier unten war auch komplett anders. Also wo ich jetzt hier stehe, genau hier war so eine einsame Toilette. Siehst du hier eingeblendet. Das Haus hat eine neue Klimaanlage, das heißt komplett neue Duktsysteme, Ventilationsschächte, alles komplett neu verlegt. Und hier die Küche, niegelnagelneu. Siehst du, Frigidaire, das ist nicht die teure Marke, aber da ist noch die Schutzfolie drauf. So, hier von der Küche aus geht es ins Schlafzimmer 2 von diesem Apartment hier unten. Da war auch der Kleiderschrank, sogar mit Licht. Und hier hinten haben wir noch so einen kleinen Raustritt. Hier haben wir noch eine Abstellkammer, da stehen noch die alten Appliances, das heißt der alte Gasherd. Auch das wird hier in Philly recycelt, das heißt, das können wir wiederverwenden. Da gibt es auch Käufer für sowas. Und das hier ist der hinten der Raustritt. Und so sieht das Haus von der Seite aus, beziehungsweise von hinten. Das ist das Nachbarhaus. Die Jungs renovieren auch gerade, das ist nicht von uns. Das ist sozusagen der Innenhof, je nachdem, wie man es nimmt. Und hier drüben stand anfangs noch unser Container. Das kommt noch weg. Da ist die Klimaanlage, also die Unit für unten. Die andere steht oben auf dem Dach und das ist das Apartment 1. Gehen wir mal hoch ins Apartment 2. Hier oben im neuen Apartment 2 haben wir jetzt hier links gleich ein neues Badezimmer. Also komplett neu. Komplett neu. Fliesenspiegel. Alles schön. Und hier eigentlich, das geht sogar. Und hier noch den Spiegel. Schön. Dann haben wir jetzt hier linke Hand ein Esszimmer und hier eine kleine Küche mit einer Shaker-Cabinet Küchenzeile. Neuer Gasherd, neues Sink, alles relativ neu. Den Kühlschrank, den konnten wir wiederverwenden. Das hält die Kosten im Griff. Da haben wir noch einen Kleiderschrank. Badezimmer hatten wir rechts. Hier oben versteckt sich die Klimaanlage und Heizung für dieses Apartment. Dann haben wir jetzt hier Schlafzimmer Nummer 1. Hier hinten Schlafzimmer Nummer 2. Aber halt, drum Schlafzimmer Nummer 2. Haben wir hier den neuen Stromkasten, also komplett neuer Verteilerkasten für dieses gesamte Apartment hier. Und hier Schlafzimmer Nummer 2. Der alte Einbauschrank, einfach nur gestrichen. Keep it simple, ist doch super. Ab nach oben. Hier oben haben wir jetzt ein neues großes Badezimmer im Vergleich zu vorher. Richtig groß. Duschbadewanne. Das ist die Toilette, Sink und hier sind Washer und Dryer ein bisschen reingequetscht, aber das tut's. Schlafzimmer Nummer 4. Hier war vorher mal eine Tür und auch da mal eine Tür, die sind auch nicht mehr. Und Schlafzimmer Nummer 4. Schaut doch gut aus. Die Fenster können die Jungs nochmal putzen. So, Kleiderschrank hier, ganz einfach. Diese Box hier, dahinter verbirgt sich eine alte Feuerleiter. Hätten wir rausmachen können, haben wir aber drin gelassen. Fazit: Das Haus ist inzwischen fertig renoviert und auch komplett vermietet. Die Renovierung zog sich länger hin als erwartet, nämlich den ganzen Sommer 2023. Die Einsprüche der Community und die Diskussion mit dem Richtern, das hat das Ganze ein bisschen verzögert, aber hey, wir haben es geschafft. Kurz zusammengefasst, der Kaufpreis waren 100.000 Dollar. Die Renovierungskosten waren 130.000 Dollar und das zog sich über 3-4 Monate hin. Länger als geplant. Die Reno startete im Juni 2023 und im August war man damit fertig, sodass im August, September das Ganze auf den Markt kommen konnte und nun komplett für 2.500 vermietet wurde. Das heißt, das Apartment unten und oben beide zusammen 2.500 Brutto-Mieteinnahmen jeden Monat.
Auf dem Immobilienportal Zillow.com findest du immer so einen Schätzwert von denen. Nichts, dass ich was auf diesen Schätzwert geben würde, aber wenn wir uns diesen Wert mal für das Haus angucken, siehst du Kaufpreis 100.000 und zwar im Frühjahr 2022 und Wert heute 247.600. What? Woher auch immer. Also Kaufpreis 100, Renovierungskosten 130.000 und der Preis laut Zillow, der Wert laut Zillow ist 247.000. Und wenn du dir mal diese Wertsteigerung anguckst, diese Kurve hier, was auch immer Zillow da rechnet, würde ich nichts drauf geben, aber es gibt einen Richtwert, wohin es geht. Und mit all diesen Zahlen können wir jetzt dann natürlich auch die Rendite und die Rentabilität von diesem Haus uns anschauen. Kaufpreis plus Renokosten 230.000, Mieteinnahmen jeden Monat 2.500. Das heißt, das Haus ist aktuell mit einem Faktor von 7,6 zu bewerten. Der Faktor ist nichts weiter außer der Kaufpreis durch die Jahresbruttomiete. Und dann kommst du ungefähr auf 7,6 Jahre, die da reinpassen in diesen Kaufpreis. 7,6 als Faktor, ich glaube, das ist utopisch in Deutschland, das wirst du nicht finden. Berlin und andere Städte haben 30, 40 oder sogar Faktor 50. Für uns ist ein Faktor von 7,6 okay, nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. Es ist ein gutes Mittelfeld. Bei der Renditebetrachtung kommen wir bei 13% Bruttomietrendite raus. Und ziehen wir jetzt noch Hausverwaltung, Rückstellung, Versicherung und Steuern mit ab, kommen wir bei einer Nettorendite von 8,8% raus. Das heißt, dieses Haus produziert im Monat 1600 Dollar Taschengeld. Würdest du auch so einen Deal machen und hier in den USA in Immobilien investieren? Das schreib mir am besten mal in die Kommentare. Wenn du in diesem Video was mitnehmen konntest, es dir gefallen hat, dann lässt du mir am besten ein Like da und ein Abo. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.